Hallo und willkommen zu einer weiteren Aufnahme Let's Play Minecraft hier auf dem Channel Xenthons LP. Ja, letztes Mal ist leider Fraps abgestürzt. Da fehlt jetzt so 30, 40 Minuten Videomaterial. Ich habe jetzt so gesehen altes Backup eingespielt. Wir sind jetzt genau auf dem Stand vor dem Absturz. Also, es hat sich jetzt hier nichts getan. Ja, ich war hyper glücklich. 1.8 ist da. Wir haben ja Fahnen soweit gemacht. Jetzt gehen wir mal schlafen. Und dann sehen wir weiter. Dann erzähle ich mal kurz, was ich eigentlich in diesen 30, 40 Minuten noch gemacht habe. So, und das werden wir jetzt im Groben auch wiederholen. Aber nicht hundertprozentig so, weil das kriege ich sowieso nicht hin. Aber eine Sache. 1.8 ist ja da. Das gibt so gesehen ja neue Objekte. Dazu brauchen wir jetzt definitiv, was ich jetzt ja glücklicherweise nicht mehr suchen muss. Da haben wir sie. Nein. Da gehen auch die, die ich mit habe. Dann nehmen wir das auch nochmal mit. Das haben wir auch dabei. Gut. Dann können wir hoch zur Festung gehen. Wir werden dann da oben auch bleiben. Weil das, was ich alles gemacht habe in diesen 40 Minuten, werde ich jetzt nicht wiederholen. Ich habe da oben an der Festung weitergearbeitet. Ich habe diesen angefangenen Turm, ach, die Taste war das jetzt, da, der da ist, weitergemacht. Das alles werden wir heute nicht machen. Wir werden jetzt in dieser Stunde, die ich maximal aufnehmen möchte, nur Kleinkram machen. Kleinkram ist gut. Und zwar hatte ich ja vor, Redstone zu machen. Redstone arbeiten. Und zwar werden wir hier dieses Tor, wo wir gleich durchgehen, dieses da möchte ich funktionabel machen. Das heißt, das Tor fährt hoch und runter. Das heißt, 1, 2, 3, 4. Perfekt, habe ich getestet. Auf meiner Versuchswelt habe ich das jetzt im Vorfeld diesmal getestet, wie das Ganze geht. Ich kann dieses Tor von da nach da bewegen. Das Ganze geht mit Kommandoblöcken, also nur per Cheat. Und das heißt, das werden wir dann hier jetzt auch machen. Aber erst einmal machen wir das hier fertig. So, wir hatten jetzt mehrere Sachen. Einmal das. Dann habe ich... Achso, was mache ich denn da? Machen wir erstmal so. Dann haben wir eine Tür da zu setzen. Dann brauchen wir einen Arsch voll Stickies. Türen kriegen wir jetzt dann im Dreierpack. Das ist schon mal sehr schön. Ich weiß noch nicht, wohin damit, aber kriegen wir im Dreierpack. Weiter. Dann brauchte ich die hier. Und wir haben davon jetzt ein paar. Drei Stück. Erstmal an der Zahl. Ja, einen setze ich hier schön hier hin. Der andere passt schön dahin. Und den nächsten, ja. Ja, den setzen wir mal dahin. Dann brauchen wir 1, 2, 3. 1, 2 und 3. Dann brauchen wir 1, 2, 3. Und das reicht nicht ganz. Gut. 1. Achso, machen wir anders. 1, 2. Da kommt noch einer ran. Da kommt noch einer ran. Dann haben wir die drei Brustpanzer. Na, da einer. Da einer. Da einer. Höschen. Die ganzen schönen Eisenhöschen. Dahin. 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 1, 2, 3. Und die Schüchen auch noch. So. Hier vielleicht auch irgendwo mal noch eine Lederrüstung hin, wenn wir genug Leder haben. Ja, so sieht das jetzt erstmal aus. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ein bisschen mehr Design. Irgendwo muss hier noch eine Karte an die Wand. Aber alles so nach und nach. So, das haben wir jetzt erstmal hier fertig. Jetzt packen wir mal das Inventar ein. Ist nicht viel, was ich gemacht habe. Die meiste Arbeit habe ich wirklich da hinten gemacht. In diesem Bereich hier. Ansonsten habe ich nichts weiter gemacht. Ich bin sonst ein bisschen mehr durch die Gegend gereist.
Ich habe wirklich nur diesen Turm hier gemacht. Wir werden jetzt aber hierfür zusehen, dass wir hier ein Falltor hinkriegen, was über Tageslichtsteuerung arbeitet. So, wir werden hier jetzt die Koordinaten brauchen. Das ist einmal 1, 3, 6, 3 zu 9, 3 zu minus 3, 4, 4, 4. Die brauche ich. Genauso wie ich diese Koordinate brauche. Das ist die 1, 3, 6. Das ist eine 8, keine 3. Doch, passt. Zu 9, 3 zu minus 3, 4, 4, 4. Diese zwei Koordinaten brauche ich. Dann schalt mir jetzt Optionen, LAN öffnen, Cheats erlauben an, LAN-Welt starten. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. TGIF Moment, das ist, glaube ich, der gibt keinen mit der ID, was mich jetzt gerade wundert. Gibt's den nicht? Muss es geben. Kann natürlich auch sein, dass es jetzt diesmal in dieser Welt hier den nicht gibt. Das wäre natürlich jetzt dann richtig fatal, weil dann können wir es nicht machen. Ich muss mal kurz nachgucken. Die Wiki. Problem ist, die englische Wiki lädt sehr, sehr langsam. Ach so, nee. Ha. Jetzt könnte es gehen. Nee. Kommando-Block. Doch. Offiziell Minecraft-Wiki-Blocks. Da oben. Ja, Seite lad schneller. Show-Blocks. Und wo ist er jetzt? Manufakturmechanismen. Tapwire, Torch, Command Block. Da ist er. Den brauchen wir. Dann brauchen wir den. Brauchen wir den auch? Nein, wir brauchen nur den. So. Eine Sache möchte ich aber anders machen. Moment. Wir wollen ja nicht alles ercheaten. Ah, ne. Ich brauche den da. Ich möchte nicht alles ercheaten. Das war jetzt hier eigentlich nur... das brauchen wir erstmal zum Testen. So. Das war jetzt erstmal eigentlich nur zum Testen, weil ich möchte eigentlich nicht alles ercheaten. Wenn ich schon die Möglichkeit habe, hier unterirdisch was zu machen, dann möchte ich auch gerne die Blöcke davon haben. So, weil es wird sowieso noch uns herauskristallisieren, dass ich auch noch den Zugang zu irgendwo in Richtung... Oh, sag schon. Fackeln? Da sind sie. Irgendwas in Richtung Tageslichtsensor brauche. Das heißt, wir werden uns hier jetzt mal ein bisschen rausgraben.
Natürlich jetzt direkt unter der Brücke. Das ist natürlich jetzt nicht so ideal. Nur Behutsamkeit, dass ich hier auch mal ein paar Blöcke habe, mit denen ich auch wieder was zumachen kann. Ich bin gerade am gucken, wo wir das hinbauen können. Das muss ja auch ein Bereich sein, der nicht von einer, von irgendwas verdeckt wird. Zumindest sollte er es sein. Hier können wir das machen. Ja, hier lassen wir die Lianen nicht ganz runterwachsen. Und machen hier das so hin. Gut. Halt. Der muss wieder so. Und den Kram machen wir wieder zu. Hier hat keiner was gesehen, dass wir hier bei waren. So, den Rest können wir ausheben. Ich weiß gar nicht, ob die Monster an sind. Ich glaube, wir sind auch friedlich, also passt das. Es spielt eigentlich keine Rolle, wo ich dieses Blockding aufbaue. Es ist nur sinnvoll, nahe dem zu bauen, hinzubauen, wo ich es gerne hätte. Ich möchte es halt gerne per Tageslichtsensor machen. Aus dem Grund, weil das Tor soll sich immer bewegen. Wir werden wahrscheinlich noch zusätzlich eine Steuerung drüber bauen, die das Ganze dann überschreibt. Das heißt, wenn es unten ist, dass wir dann auch reinkommen. Zusätzlich. Und ich möchte jetzt hier das gerne nutzen, wenn wir hier schon mal dabei sind, das sonst so zu machen. Deswegen baue ich jetzt gerade die Steine ab. Klar, ich könnte jetzt auch im Creative-Modus abbauen, aber wir sind ja hier auf meiner Let's Play-Welt, wo ich ja so viel wie möglich im Survival machen möchte. Und das hier ist ja genau das, was es, um was es geht hier. Und endlich bekomme ich mal einen Haufen Steine mal zurecht. Was ich mal woanders wieder dann gebrauchen kann. So. Das sollte am Platz reichen. Das testen wir jetzt mal. So, das ist ein Line. Dann haben wir noch die zweite Linie. Dann haben wir 1, 2, 1, 2. Ne, das reicht noch nicht. 1, 2. Ja, ja, ich mache das jetzt extra schon so, damit man bestimmte Eigenarten gleich sieht. Nicht sieht, Eigenarten ist ja falsch. Dass ich hier gleich alles vorbereiten kann, genau weiß, wie, was, wie viel Platz ich brauche. Da sehe ich am besten wirklich so, wenn ich das jetzt so mache, wie ich es jetzt gerade mache. Und nicht anders. So. Ich brauche das Ganze zweimal. So, die ganze Linie hier, hier, hier. 1, 2. 1, 2. Das geht bis dahin. Das geht auch 1, 2. Und hier in der Mitte auch 1, 2. Jetzt habe ich es behutsam abgebaut. Na, macht nichts. Packen wir die Spitzhacke erstmal wieder weg. Denn das Holz. So, wir machen hier erstmal Holz rein. So. Im Endeffekt habe ich gerade alles das, was ich brauche. Ah, hier machen wir doch lieber so einen rein. In erster Linie. Wie schon gesagt, in erster Linie habe ich erstmal alles das, was ich brauche. Da, 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 da. Gut ausleuchten, dass keine Monster hier spawnen können. Erst rein. Jetzt packen wir uns alles schön erstmal oben wieder ins Inventar, würde ich sagen, wenn das nicht so voll wäre. Den Knopf brauchen wir nicht, den Schalter brauchen wir auch erstmal nicht. Jetzt kann ich mir alles wieder reinholen. Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Das heißt, das kann hochgehen. Die zwei kommen auch wieder mit. So, jetzt schalte ich wieder in den anderen Game Mode.
brauchen wir jetzt. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dann brauchen wir da, 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 da. Dann brauchen wir da, da, da. Da, da, da. Es gibt wahrscheinlich auch noch eine andere Methode, aber da, nee. Da, da, da. Da, 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 da. Da, da, da. Wenn man also jetzt, bevor ich jetzt erkläre oder wenn einer nicht weiß, wie das geht, Shift drücken. Wenn ich jetzt normalerweise Rechtsklick mache, sieht das so aus. Drücke ich Shift und drücke dann rechts, legt er dann oben den Redstone drauf. So, wir gehen die hier alle auf Maximum. Mehr brauchen wir wirklich nicht an Ticks. So. Dann haben wir hier einmal das hier. Dann haben wir unser Tageslichtsensor. Da ist er. Da kann man jetzt sagen, wann der schalten soll. Wir wollen, dass der ziemlich früh schaltet. Und zwar da schon. Dann brauche ich einmal... Jetzt brauche ich ihn doch. Einmal das. Einmal, nee, das nicht. Einmal das. Und einmal das. So, das ist jetzt die Hauptsteuerung. Das heißt, wenn hier Tag ist, muss das Tor hochgehen. Tor hoch heißt meine Koordinate. In hinterer Reihe packe ich mal die Luftkoordinate. Phil? Ach ne, erstmal abbrechen. Ich brauche die Koordinaten. Das ist einmal die Koordinate. Das ist 3 bis 8. Also 3 und da muss vorne die 8 hin. Habe ich mir kopiert. Das heißt Phil, Koordinate 1 bis Koordinate 2. Hier hat man die 8. Mit Minecraft Fans. Wir könnten auch andere nehmen, aber die haben wir da oben drin. Ne, wir hatten ja gesagt R. Ich habe ja gesagt, hier muss ich R haben, Luft haben. Die Zeile kopiere ich mir. 4 Zeilen drüber. Oder eine Zeile drüber. Geht das um 1 hoch. Da muss ich jetzt da auch R haben. Fertig. Als nächstes kommt auf 5. Das ganze R. Fertig. Als nächstes geht das auf 6, das ganze R. Fertig. Das war jetzt Schritt Nummer 1. Wir machen es so. Ich fliege mal kurz, das ist jetzt angenehmer. Hier haben wir den Vorteil, das Tor ist auf dieser Höhe. Ich kann jetzt gucken, wir sind auf 102. Wir sind auf 102. Das heißt, ich brauche die Zeile. R. Er soll jetzt wieder runterfahren. Das heißt, die oberste Zeile muss R sein. Das heißt, was hat man gesagt? 102 sind wir. Fertig. Das ist die oberste Zeile. Halt. Dann wird das hier die Zeile drunter. Der nächste Block muss noch mal eins tiefer. Und der letzte Block oben ist die 99. So, muss R. Was ich jetzt als R gesetzt habe, muss natürlich auch hoch triggern. Das heißt, die 99, die ich jetzt eben gerade als R habe, muss ich als Fans deklarieren. Also, es geht hiermit einfach, wenn wir das so machen. Ich habe jetzt nicht gelesen, dass der oben irgendwas gemacht hat.
Das ist jetzt der Unterschied. So, das ist wieder die Zeile 100. Fertig.